Pieps. Und dann habt ihr... mal die Zähne geerbt. Das wunderschöne Zähne. Also ja, genau. Und Luke ist der Älteste, der kam zuerst raus. Und 2 Jahre später kam Dick. Ja. Der Kopf kam zuerst bei Dick. Die Brille kam zuerst. Na, sowieso. Da ist ein Herz. Herzkatheter? Nee. Ja, aber so, wie gesagt, Geschwister. So habt ihr euch kennengelernt, also von Geburt an quasi. Habt ihr euch gleich geduzt von Anfang an? Er konnte zuerst sprechen. Obwohl er zuletzt kam. Dann ist er wohl sehr intelligent. Na, sieht man doch. Ja. Rico? Ja. Warten jetzt. Genau. Ja, das war eindeutig. Also, ja, hochintelligent. Kriegt ihr denn Begabtenförderung oder sowas? Vom Sozialamt. Ehrlich? Na, das finde ich gut, dass das finanziert wird. Und auch uns dann, von unserer Wissenschaftssenatorin auch oder so. Ja, nun gut. Gut, so viel zu dem Thema. Wie sehen denn jetzt eure endgültigen Zukunftspläne in 10, 20 Jahren so aus? Wäre noch zu fragen. Wollt ihr da immer noch so auf den großen Bühnen der Welt umher tingeln und tangeln und die großen Stadien füllen, Waldbühne, Waldhäuschen, Schlösschen. Ich will dick bleiben. Genau. Einfach wie selbstständig bleiben, unsere... Bleibt euch selbst. Wir lösen uns jetzt erstmal auf und machen in 20 Jahren wieder ein Comeback. Bleibt euch selbst streu und unbekannt. Und ich würde sagen, einfach nochmal jeder letztes Wörtchen und dann können wir das auch soweit beenden. Ja, hallo! Was? Hallöchen. Also hiermit gebe ich zurück ans Studio und sage tschüss. Das war's vom Speichler-Interview. Tschüss. Nach dieser humoresken Großhirnattacke wird es mal wieder Zeit, die Gehörgänge ordentlich freizupusten. Und zwar mit Dive. Vorher wollen wir uns aber von euch verabschieden. Und denkt an unser Gewinnspiel. Es gibt CDs von Joke J und Soundtessellated zu gewinnen. Und ein T-Shirt von Joke J. Die Frage lautet wie folgt. Auf welche Zahl schätzt Ricardo von Sound Tessellated die Zuschauer von SchwarzTV? Schreibt dazu eine E-Mail mit der richtigen Lösung an schwarztv@web.de. Und wenn ihr von einer Band seid oder eine Band kennt, die also ein Video hat oder auch nicht, dann könnt ihr auch an dieselbe E-Mail-Adresse schreiben und vielleicht bringen wir dann was von eurer Band. Die nächste Sendung ist am 29.05. um 19 Uhr und wird vielleicht ein WGT-Special werden. Lasst euch überraschen. Die Wiederholung dieser Sendung kommt am 15.05. um 19 Uhr auf diesem Kanal. Bis dahin haltet die Ohren steif. Und bleibt schön schwarz, eure Cori. Und eure Steffi. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. You turn around.
Wunderbar.